Du musst mich ausweiten mit dem Rausholen. Du bist immer gefällt. Nein, hol ruhig aus. Ich bin jetzt nicht das Jimmy Hoffa. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von The Beautiful Game. Mein Name ist der Michi. Ich bin der Andlo. Servus. Und was machen wir? Ja, wir stellen aktive und ehemalige Fußballspieler vor, machen mit diesen Challenges Analysen. Zu unserer ersten Folge haben wir einen ganz besonderen. Nämlich Manuel Adlechner, der ehemalige Austria-Kapitän, der auch einmal im österreichischen Nationalteam stand. Den haben wir interviewt und zählt selber hinein. Also lieber Manuel, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Also es ist uns beiden, glaube ich, eine Ehre. Du hast viel erreicht in deiner Karriere. Du bist jetzt 2 Jahre aus dem Profifußball raus, aktiv, hast ja auch noch bei den Juniors gespielt. Vermisst du es täglich auf dem Platz zu stehen oder genießt du jetzt einfach den Ruhestand? Jetzt habe ich versprochen, länger zu antworten, aber die erste Antwort ist nein. Nein, ich vermisse es definitiv nicht mehr, weil ich den Vergleich ja immer wieder schon mal braucht. Wenn du knapp 20 Jahre in diesem Leistungssport bist, dann ist es bei mir so gewesen wie eine Zitrone, die war einfach ausgepresst und am Ende ist kein Saft mehr rausgekommen. Könntest du dir vorstellen, ins Trainergeschäft einzusteigen, egal jetzt, ob es im Oberhaus ist oder im Fußball-Unterhaus? Nein. Nein, okay. Nein, aus diesem ganz einfachen Grund. Ich habe zwar in der Phase der bei den Young Warlitz war das damals, bei der Austria-Amateure, habe ich begonnen mit der B-Lizenz. Das war der Zeitpunkt, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich muss die ganze Welt einreißen. Habe dann auch das versucht, diese B-Lizenz zu absolvieren, habe die auch den Kurs gemacht und so. Aber bis heute keine Prüfung, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich werde nicht de facto die Trainerkarriere einschlagen. Da komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Du warst ja unter anderem Projektleiter bei Viola Fit. Das ist eben den jungen Leuten einen zweiten Bildungsweg oder ein zweites Standbein aufbauen zu lassen. Hättest du dir das in deiner Karriere als junger Fußballer gewünscht? Hättest du das auch davon, sag ich mal, einen Vorteil daraus ziehen können? Oder hätte dich das nicht interessiert, selber als junger damals? Ja, also ich habe Glück gehabt natürlich als junger Spieler, dass ich einen Oliver Glasner in meiner Mannschaft hatte. Ich meine, der ist jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs, da sind wir uns ja eh alle einiger. Der hat mich relativ rasch auch für dieses Thema gewonnen, dass man auch schaut, was ist dann nach der Karriere, was hast du dann mit deinem Leben vor? Die Karriere ist einfach nur ein kürzerer Zeitraum in deinem gesamten Leben gesehen. Und der ist damals, wie ich junger Spieler war und die ersten Bundesliga-Einsätze hatte und die ersten Wochen dort verbrachte im Profikader von Ried, ist er bei Auswärtsfahrten, zum Beispiel nach Austria-Lustenau, die waren ja damals noch in der Bundesliga, ist der gesessen und hat jetzt nicht im Hintergrund irgendwo gewürfelt, weil vor 20 Jahren war er nicht mit Smartphone und Laptop, bla bla bla, sondern da ist er gewürfelt worden, Karten gespielt worden. Und Oliver hat dann nach einer halben Stunde irgendwann dann einmal die Unterlagen ausgepackt und hat zum Lernen begonnen. Sag ich zu ihm, was machst du da jetzt eigentlich? Sagt er, ja, ich bin auf der Fernuni Hagen eingeschrieben und studiert dort. Ich glaube, in Deutschland ist er der Betriebswirt. Hat auch dann während der Ferie abgeschlossen. Und hat dann mich ganz bald auch auf das Thema gebracht, hey, du musst was tun für die Zeit nach der Karriere. Und ich habe dann, ich mich nicht fest, in meiner Karriere, glaube 4 oder 5 Unis vorhin noch gesehen. Also ich habe es auch versucht, über die Fernuni Hagen zu studieren. Habe ich aber dann lassen, weil dieses Thema Fernstudium, du kriegst die Unterlagen heimgeschickt. Ja. Da muss man ein Typ dafür sein. Das war ich nicht. Jetzt habe ich dann, wie ich dann in Basching gespielt habe, mich eingeschrieben auf der Kepler-Uni. Also ich habe ein paar Scheine gemacht auf der Uni in Linz. Und wie dann die Lizenz von Basching verkauft wurde, von Jörg Heide gekauft wurde und wir nach Kärnten transferiert wurden, obwohl ich eigentlich nie einen Vertrag dort unterschrieben habe, sondern mit dem Basching-Vertrag habe ich in Kärnten gespielt. Wurscht, egal. Habe ich mir auch auf der Alpen Adria-Uni in Klagenfurt eingeschrieben, habe auch dort 2, 3 Scheine gemacht. Und wie ich dann zur Austria gekommen bin, habe ich dann auch versucht auf der alten und auf der neuen WU, also ich kenne beide WUs in Wien auch noch, habe ich auch ein paar Scheine gemacht, aber ich bin nie wirklich so vorangekommen, wie man es eigentlich auch vorgestellt hätte. Und habe aber dann Gott sei Dank am Ende meiner Karriere dann die Möglichkeit gekriegt, über einen Raimund Harald dann über die Uni Staffordshire einen MBA in Marketing Management zu machen. Berufsbegleitend, so in 3 Monatsabschnitten, 3 Tage immer, und das habe ich dann auch geschafft, habe dann die Masterarbeit geschrieben und habe den MBA dann abgeschlossen. Also ich habe dann schon parallel immer versucht, auch irgendwas weiterzubringen. Mehr recht als schlecht, muss ein bisschen wissen. Ich habe kein Helping Hand gehabt, das muss ich an der Stelle auch sagen. Jetzt schließt sich auch der Kreis, den ich ein bisschen ausgeholt habe. Ich hätte mir schon gewünscht, dass da vielleicht jemand ist, so eine Anlaufstelle, und die hat es aber de facto damals nicht so wirklich gegeben. Jetzt gibt es, glaube ich, schon mehrere, auch jetzt außer von Vereinen, so wie die Kader, die versuchen auch für dieses Thema da zu sein. Und da haben wir vor 4 Jahren dann bei der Austria dieses Projekt, initiiert von Raimund Harald, gegründet. Und da war ich Projektleiter, weil ich mir gedacht habe, aus der Akademie heraus schaffen wir es,
statistisch, so, ich bin schon einmal gescheitert vor ein paar Tagen, das kenne ich nicht mehr, schaffen es nur 3% zum Profi. Mhm. Jetzt reden wir aber schon von der Akademie, das ist ja doch schon eine selektierte Gruppe, ja. Da schaffen es trotzdem nur 3%. Was passiert denn mit der Masse der 97%? Die werden gar nicht Fußballprofi. Ja, die haben eine gute Ausbildung durch die Akademie, die können auch vielleicht einige Jahre in Ligen spielen, muss ja auch ein bisschen ein Taschengeld, ein ganz gutes Taschengeld vielleicht verdienen, aber zum Profi wird es nicht reichen. Und das ist der Grund, warum Viola Fit sich eigentlich eher die 97% angenommen hat, dass man da ihnen was bietet für die Zeit nach der Karriere, weil die Zeit nach der Karriere beginnt bei vielen schon bei 20. Ja. Und nicht erst mit 35 bis 38, wie es vielleicht bei mir war. Ja. Wir haben spezielle Meilensteine aus dem Internet rausgesucht und... Ja, deine Emotionen dazu oder was du dazu, ja, was, ob das für dich ein besonderer Moment war einfach. Was du da auch dabei gefühlt hast. Ja, was fällt mir da ein spontan? Der Bauernbull vom Land hat in Wien als Kapitän aus Austrianer Sicht, der traditionsreichsten österreichischen Mannschaft als Kapitän der Meistertalente hingestellt. Boom, nächste Frage. Goosebumps. Nein, okay. Es war super speziell. Die Geschichte dahinter ist die, das wissen viele nicht. Mit 13 Jahren, wo ich einfach verrückt für Fußball gespielt habe und also einen Wachstumsschub gemacht habe, hat mir ein Orthopäde gesagt im Innviertel, weil mir die Fersen immer so weh, dass dieses Hakel- und Fersenphänomen gehabt, wenn ich es mir richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ich habe nach den Fußballtrainings nicht auf die Fersen stehen können, weil die so weh da hat durch das Wachstum. Ja. Und der hat dann zu mir gesagt bei der Untersuchung, ja, der Körper ist nicht gemacht für Fußball oder für Sport oder für Profibereich oder was auch immer. Ja. Als 13-Jähriger. Und ich brauche nicht erklären, was das in mir ausgelöst hat. Und exakt 20 Jahre später steht er an einem Rathausplatz und habe im Leistungssport mit meinen Mannschaftskollegen diesen Milestone erreicht. Also das war dann, das habe ich natürlich für mich gewusst, dass es das 20 Jahre davor war, das war schon sehr speziell. Aber Stand heute bin ich einfach auch zu einem Austrianer geworden und ich glaube, ich lebe auch das mit Leib und Seele. Ausnahme natürlich, wenn ich den Anzug anziehe und ins Sky-Studio wandere, dann bin ich so neutral und objektiv, wie es mir nur möglich ist. Ich hoffe, dass das auch so objektiv und neutral wie möglich rüberkommt. Absolut, und dass ich da jetzt die violette Brille auf habe. Aber sobald ich wieder raushüpfe aus dem Anzug, ich bin einfach Austrianer und ich glaube, für das der Club auch steht und was jetzt auch versuchen zu transportieren, das deckt sich eins zu eins auch mit meinem Ideal. Ich bin auch ein Idealist, ich habe auch viele Dinge gemacht und auch Aussagen tätig, die viel in der Austria-Community oft nicht geschmeckt haben, aber ich stehe da mit meinen Idealen dahinter, für das, was der Club grundsätzlich auch steht. Mhm. Und deswegen ist es auch mein Verein. Mhm. Nicht nur, weil ich sage, ja, ich habe schon mit 13 Jahren in der Austria betten, das ist ein völliger Blödsinn. Das ist nicht die Wahrheit. Bevor ich 2009 nach Wien gekommen bin, waren mir die Vereine, egal ob Rapid oder Austria, die waren mir egal. Das Derby hat mir nicht wirklich was gegeben, weil ich habe für andere Vereine gespielt und wenn die gespielt haben, haben wir es oft auch gar nicht angeschaut. Aber ich bin da wirklich zu einem Austrianer geworden und jetzt lebe ich das mit Leib und Seele auch nach wie vor. Jetzt nicht auf Vereinsebene, weil ich keine Funktion habe bei dem Verein, aber ich denke auch die Ideale. Und wenn mir jemand anredet drauf, dann sage ich schon mit Stolz auch, für das der Club steht, für das stehe ich auch als Manuel Ortler. Darf ich auch nicht vergessen, zu welcher Zeit das passiert ist. Man hat so quasi die Salzburg-Ära. Jetzt rückblickend hat das noch nicht der Stellenwert, mit jedem Jahr, wo Salzburg in der Liga dominieren, steigt der Stellenwert von dem, was wir damals erreicht haben. Absolut. Weil jetzt weiß auch gut passt Richtung, was waren vor ein paar Tagen, das Spiel gegen Liverpool, wer spielt bei Liverpool, ja, die Manes und Co. Alle. Waren alle damals zu dem Zeitpunkt im Salzburger Kader, der damals unfassbar stark war. Eben, also die haben ja genauso mitgezogen damals, aber man war einfach, man hat da eine Serie. Eine Austria-gewöhnliche. Was mich da wirklich persönlich auch interessiert, wie bist du da so umgegangen mit dem Druck oder wie schattest du dich da ab vor dem Ganzen? Weil ich weiß, dass viele Spieler halt auch mit dem zu kämpfen haben. Es ist heutzutage, wird das immer ärger. Eben von den Medien, von Freunden, kann das ja genauso sein. Ja, klar. Wie hast du das geschafft, dass du wirklich dann fokussiert warst und immer deine Leistung am Platz gebracht hast? Ja? Bevor ich da einhacke, zwei Dinge. Für den Profibereich ist nicht jeder geschafft. Auf jeden Fall. Das ist einmal das allererste, was ich sehr, sehr oft auch Eltern, die mir dann oft auch konsultieren und sagen, ja, was muss mein Bub machen und so.
dann sage ich schon, ja, du musst einfach sehr fleißig, sehr willig sein, du musst oft mehr vielleicht auch investieren als wie der Kollege. Und auch dann gibt es keine Garantie, dass dir das ausgeht für den Profibereich. Und wenn du dich dann dort befindest, dann wird eigentlich die Luft immer dünner und die Ellbogen werden stärker, die ausgefahren werden. Und für das ist einfach auch nicht jeder geschaffen, unabhängig auch vom fußballerischen Talent. Das fußballerische Talent, und Talent ist ja immer die Frage, was ist ein Talent? Ich sage, die fußballerischen Skills sind ein Teil des Talentekuchens. Wenn wir so ein Kuchendiagramm uns hernehmen, dann bin ich der Meinung, und das ist auch das, was ich 20 Jahre miterlebt habe oder auch schon die Zeit davor, dann ist sicher ein großes Stück dieses fußballerische Talent oder die Skills. Aber ich denke, da gibt es auch viele andere Skills, die mit reinspielen müssen, dass dann dieser Kuchen, den ich Talent nenne, dass das dann vielleicht dafür reicht. Ja. Also auch auf kleiner Faktor 1% ist sicher auch das Glück. Aber da können viele Faktoren dazu. Und es ist ja so, dass du von heute auf morgen jetzt Fame, du bist dort mittendrin, das wächst ja sukzessive. Bei mir ist es auch so, das ist stetig mehr geworden, Druck ist mehr geworden. Und irgendwann kommt einmal der Scheideweg, ja, ich halte den Stand oder nicht. Also ich denke, Resilienz ist ein Riesenthema. Und was mir sicher geholfen hat, war, dass ich mit 20, 21 Jahren, da kommt wieder der Oliver Glasner, 17 Fragen, begonnen habe, mit einer Person zu arbeiten, die mich in die Richtung gecoacht und begleitet hat. Vielleicht zu dem zweiten, das Bild, das ist dann in der darauffolgenden Saison. Ich glaube, da spricht auch viel davon. Ich glaube, das ist auch, wenn wir jetzt dann, ich meine, wir waren ja auch einmal sehr jung und ich glaube, das ist ein Traum für jeden. Wäre noch ein Traum von mir heute. Nach wie vor, dass man irgendwann einmal in der Champions League überhaupt auflaufen darf, beziehungsweise als Kapitän, wie du ja wirklich auch warst. Was fühlst du da oder was denkst du dabei? Speziell bei dem Bild denken wir, puh, die waren gut. Die waren ja auch bis zur 90. Minute Champions League-Sieger, wenn ich mich recht erinnern kann. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit meiner Frau das Finale in New York übrigens angeschaut. In einem österreichischen Restaurant in New York bei einem Schnitzel. Und habe mir meine Mannschaft, ich bin ja Real-Fan, gegen Atletico angeschaut. Und die waren bis zum 90. glaube ich 1-0 in Führung. Ja. Der Sergio Ramos, glaube ich, den Kopfball gehabt, 1-1 Verlängerung und dann haben sie es gewonnen. Ja. Also Atletico Madrid hat ja in diesem Jahr, wahrscheinlich das Jahr, was wir selber auch davor gehabt haben bei der Austria, in Österreich, waren die ja Meister in Spanien, die haben Barcelona bezwungen, die haben Real Madrid in der Meisterschaft bezwungen, wo sie wirklich ähnlich groß das war, was wir damals geleistet haben, und haben das auch bestätigt in der Champions League, und wir haben die in der Gruppe gehabt und wir haben einfach von der ersten bis zur letzten Minute keine Chance gehabt gegen die, weil die so unfassbar gut waren. So, jetzt habe ich die Sportliga erwähnt, Champions League. Ja, es ist voll der Traum, man muss natürlich aufpassen, und das hat ja auch Salzburg jetzt miterlebt, dass man das so hochstilisiert mit, da kommt man nie hin, und das ist so ein Wahnsinn, dass man Gefahr läuft, dann auch, wenn es dann daraus ist, kurz vor dem Anpfiff, man ist zu demütig, man ist zu viel Fan auch von dem Ganzen drumherum, dass man vielleicht dann auch gar nicht mehr richtig seine Leistung abrufen kann. Aber ich finde, das haben wir auch wirklich ganz gut gehandelt, weil ich glaube, wir haben 5 Punkte erreicht. Ja, korrigiert es mir bitte, ich weiß es nicht. 4-1 gegen Zenit gewonnen, unter anderem. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt auf mehr Punkte. Ich glaube, wir haben Österreich ganz gut vertreten mit der einen Mannschaft, die einfach wirklich etage besser war als wir. Aber ansonsten war es ein großes Erlebnis und der Kindheitstraum von vielen hat sich erfüllt. Im Einsatz war sicher eine tolle Sache oder die schönste Sache für dich in deiner Fußballerkarriere. Ja, schon. Die eigene Hymne, also die Hymne, die wir alle ja gemein haben, dann mitzusingen, stellvertretend weißt du, dass dann einfach auch jetzt unabhängig von Vereinen fast alle zusammenhelfen dann auch für die Mannschaft. Da ist dann egal, ob du jetzt für, damals bin ich ja für Austria Klagenfurt aufgelaufen oder denkt da heute dann, da drückt fast jeder die Daumen dafür. Das ist dann schon was Spezielles, wenn du weißt, das ganze Land steht hinter dir. Weil ich freue mich, ob jetzt du Gänsehaut, wenn es national im spielt oder keine Ahnung. Auch wenn jetzt Sportler in anderen Sportarten die Hymne singen, wenn sie uns repräsentieren, uns ja dann, wenn du dann vom Fernseher sitzt und dann bist du selber dann ja Protagonist dieser Sache, das meine ich damit, das ist so speziell. Darum war es ein Riesending. Meisterschaft. Wein. Gekocht Wein. Schnitzel. Oh shit. Fendrich. I'm from Austria. Oder Peter Cornelius. Nur wegen I'm from Austria, Fendrich.
Finale rennen. Stehplatz. Beides. Boah, das ist gemein. Gorgon. Insta. Ergebnis. Frau oder Fußball? Das ist eine gemeine Frau. Frau. Meine Frau. Perfekt. Danke schön.